Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir machen heute zusammen super leckeren, einfachen, schnellen Hummus und ich verrate euch ein paar Tricks, wie ihr da noch jede Menge rausholen könnt. Wir verwenden hier gekochte Kichererbsen aus der Dose. Ihr könnt die natürlich auch selber kochen. Dafür müsst ihr die getrockneten Kichererbsen aber einen Tag vorher einweichen, in kaltem Wasser, mindestens 12 Stunden, besser 24 Stunden. Dann kochen, bis sie richtig schön weich sind. Und dann verfahrt ihr einfach genauso, wie wir das jetzt machen. So, diese Kichererbsen, die habe ich aus der Dose. Das sind 480 Gramm, das ist eine große Dose, Abtropfgewicht. Und hier kommt schon der erste Trick. Die sind, wenn ihr die jetzt probiert, zwar weich, aber sie könnten noch ein bisschen weicher sein. Und deswegen kochen wir die jetzt einfach nochmal mit ein bisschen Wasser für etwa 10 bis 15 Minuten. Also ich gebe hier direkt dann noch ein bisschen Salz mit rein. Wenn ihr es wirklich super eilig habt, könntet ihr das auch überspringen. Aber ich verspreche euch, dieser kleine Extra-Schritt, der macht nachher noch wirklich einen großen Unterschied. Während die Kichererbsen jetzt vor sich hin köcheln, erkläre ich euch kurz, was wir noch alles brauchen. Und zwar ganz wichtig, brauchen wir Tahin. Das ist ein Sesammus. Das gibt es einmal in einer geschälten oder ungeschälten Variante. Die ungeschälte ist ein bisschen dunkler und auch bitterer. Ich ziehe die geschälte Variante hier vor. Das ist super gesund und man kann echt sehr viel damit machen. So, dann brauchen wir nur noch Salz, Kreuzkümmel, Knoblauch, traditionell roher Knoblauch. Wenn ich aber habe, nehme ich immer konfierten Knoblauch, denn der ist immer deutlich milder und ich persönlich mag diesen rohen Knoblauchgeschmack eigentlich nicht mehr so sehr. Dieses Brennen, das habt ihr bei konfiertem Knoblauch nicht. Wie man den macht, geht ganz einfach. Das habe ich euch in einem Video gezeigt. Vor 2 Wochen, glaube ich, das blende ich euch hier oben ein. So, dann brauchen wir natürlich noch Zitronensaft, da nicht zu wenig. Und das war's schon für den Hummus. Das Olivenöl kommt nachher später nur oben drüber, also nicht in den Hummus rein. Denn wir haben ja hier in dem Sesam sehr viel Öl drin. Also wenn ihr so ein Glas aufmacht, habt ihr oben manchmal so eine Ölschicht. Das verrührt ihr einfach. Das ist das Öl vom Sesam. Und das Olivenöl geht dann nur oben drüber. Die Kichererbsen, die sind jetzt schön weich. Dann rührt ihr hier so ein bisschen rum drin. Und jetzt kommen wir schon zum zweiten Trick. Und der macht wirklich einen großen Unterschied, finde ich. Habe ich früher auch nie gemacht. Und dann habe ich es einmal ausprobiert. Und seitdem, muss ich sagen, ist es mir die Zeit eigentlich meistens wert. Und zwar schöpfen wir uns jetzt hier oben einfach die Häute von den Kichererbsen ab. Die trennen sich dann ein bisschen. Am besten geht das hier mit so einer Schaumkelle. Wenn ihr keine habt, könnt ihr auch ein Sieb benutzen. Wichtig ist, dass ihr hier ein bisschen mehr Feuchtigkeit, ein bisschen mehr Wasser drin habt, damit die, die Häute von den Kichererbsen dann oben schwimmen können. Also ihr müsst jetzt nicht jede einzelne Kichererbse häuten, aber wenn wir da einen Teil entfernen, macht das tatsächlich schon einen großen Unterschied, was die Cremigkeit angeht. So. Das reicht mir auch schon. Ein Teil habe ich jetzt entfernt, den Rest lasse ich drin. Und jetzt muss ich die nur noch durch ein Sieb abgießen. Ich nehme jetzt einen Multizerkleinerer, ein Pürierstab würde auch gehen oder jeder Mixer. Also es hat eigentlich jeder zu Hause wahrscheinlich irgendwas da, womit das funktioniert. Dann ganz wichtig, unser Tahin. Also da könnt ihr ruhig ein bisschen was nehmen. Salz. Erstmal nicht zu viel, kann man immer noch nachwürzen. Ich nehme jetzt hier, wie gesagt, konfierten Knoblauch. 2 große Zehen mache ich mir damit rein. Oder aber je nach Geschmack 1 bis 2 rohe Zehen Knoblauch. Dann ein klein bisschen Kreuzkümmel. Da braucht man nicht eine riesige Menge, so ein Viertel Teelöffel für rein. So, und jetzt ganz wichtig Zitrone. Die pressen wir einmal aus. Ich gebe jetzt erstmal den Saft einer halben rein. Lieber da aber nochmal nachjustieren. So, und dann geht das auch schon in das Gerät. Ein weiterer Trick ist übrigens jetzt, wo die Kichererbsen warm sind, lassen sie sich noch besser pürieren und nehmen auch den Geschmack besser an. Das lassen wir jetzt erstmal schön laufen, bis es cremig wird. Und hier kommt auch gleich der letzte Tipp und Trick. Und zwar geben wir einfach ein paar Eiswürfel rein. Dadurch wird der nachher sogar noch luftiger.
Wenn der Hummus zu dick ist, dann gebt ruhig einen Schluck kaltes Wasser mit rein. Zwischendrin ruhig auch mal hier den Rand ein bisschen sauber machen. Der Hummus ist jetzt schon super cremig, also es kann schon mal ein, zwei Minuten dauern. Da könnt ihr den Mixer ruhig laufen lassen. Schmeckt schon sehr gut, mir fehlt hier allerdings noch Salz. Und dann auf jeden Fall noch mehr Zitrone. Klein bisschen Kumin kann auch noch mit rein. Und tatsächlich noch ein bisschen mehr Tahin. Also hier ist es wirklich wichtig, dass ihr euch einfach geschmacklich rantastet und das so ausprobiert, wie es euch am besten schmeckt. Lecker. Den Hummus, den geben wir jetzt einfach auf einen Teller drauf. Der ist wunderschön cremig, so wie sich das gehört. Und jetzt kommt unser Olivenöl zum Einsatz. Da könnt ihr ruhig großzügig drüber geben. Dann noch ein paar Kichererbsen. Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, dass ihr euch noch ein paar zurücklegt. Aber deswegen ist es immer gut, wenn man das Video erstmal schaut. Einfach hier rüber verteilen. Und einfach ein bisschen Petersilie für die Deko. Wer möchte, kann zum Beispiel auch noch ein bisschen Sumak drüber machen. Aber ansonsten ist der so perfekt. Wenn ihr den nicht sofort essen wollt, dann deckt ihn ab mit einer Klarsichtfolie, denn der bekommt super schnell eine Haut und legt ihn in den Kühlschrank und macht dann das Öl einfach später drüber. Aber so ist der jetzt fertig für den perfekten Grillabend, Messeabend, was auch immer ihr damit vorhabt. Also ich persönlich liebe Hummus, perfekt für auf den Tisch zum Teilen. Und ihr könnt ihn auch mit Falafel super machen. Auch da habe ich ein Video für euch. Passt perfekt zusammen. Das Rezept für die Pita-Brote, die sind natürlich auch selbst gemacht, findet ihr auch da oben. So lecker. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt euer Feedback in die Kommentare. So, und damit sage ich tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nachkochen auf jeden Fall. Ciao, ciao.